Trabzon, eine Großstadt an der Schwarzmeerküste im Nordosten der Türkei. Das Hochland der Region ist bekannt für den Anbau von Schwarztee und Haselnüssen. Im 385-Einwohner-Dorf Esenyurt ist Harro auf Haselnussmission. Wo kommen Sie her? Wie werden Sie geerntet? Das möchte ich herausfinden und dafür bin ich mit Yavuz verabredet. Ich glaube, hier ist jemand. Ja, die Erntehelfer sind schon fleißig. Oh. Harro ist zu spät. Hier sind alle seit 6 Uhr morgens im Einsatz. Der 34-jährige Yavuz ist der Chef. Seinen Eltern gehören die Haselnussfelder. Kurze Einweisung für Harro. Für den sieht die Haselnuss irgendwie ungewohnt aus. Unter der Hülle ist die Nuss. Hörst du da? Oh ja, meine erste. Du kannst sie behalten. Meine Ernte für heute. Der Familie von Yavuz gehören rund 15 Hektar Haselnussfelder. Von Ende Juli bis Mitte September ist hier Erntezeit. Mildes Klima mit viel Niederschlag bietet beste Voraussetzungen für den Anbau der Nüsse. Für Harro geht's jetzt los. Die muss ich jetzt sammeln. Genau, alles was du siehst. Wir schütteln die Bäume, bis die Haselnüsse runterfallen. Dann sammeln wir sie. Klingt einfach. Wichtiges Arbeitsmaterial, Handschuhe. Die Hülle, die die Nuss umgibt, ist leicht stachelig. Beim Aufsammeln kann man sich verletzen. Und auf noch etwas soll Harro achten. Gut zurück. Diese Haselnuss ist schlecht. Die sammeln wir nicht ein. Faule Nüsse verringern den Ertrag. Wenn die sich untermischen, bekommen wir weniger Geld. Je weniger schlechte Nüsse durchrutschen, desto mehr verdienen wir. Das ist also nicht nur einsammeln, sondern man muss auch ganz genau gucken. Man übersieht natürlich manche. Klar, dass welche durchrutschen. Beim Aufsammeln achten wir nicht so sehr darauf. Aber der Pathos übersieht keine einzige faule Nuss. Der hat eine Fehlerquote von null. Den Pathos, die Schäl- und Sortiermaschine, lernt Harro morgen kennen. Machen wir weiter. Zu dieser Jahreszeit sind hier alle Haselnüsse reif. Unreife Nüsse sind komplett grün und lassen sich auch nicht so einfach vom Baum schütteln. Die Ernte ist reine Handarbeit. Harro hat der Eifer gepackt. Sag mal, wie viele Kilo oder wie viele von den Säcken erntet ihr pro Tag? Oder du jetzt als Beispiel? Ein guter Arbeiter erntet im Schnitt 40 bis 50 Kilo Haselnüsse mit Schale. Wenn sie dann trocknen, sind es nur noch 10 bis 15. Dann sind ja die braunen Blätter weg. Und das, was übrig bleibt, sind ungefähr 15 Kilogramm. Okay, ja, dann muss ich jetzt noch Gas geben, ne? Ja. Damit Harro mit den Profis mithalten kann, muss er noch mindestens 10 Bauchsäcke voll machen. Am Ende der Saison erntet die Familie von Yavuz rund 2500 Kilogramm Haselnüsse. Das macht am meisten Spaß hier, dieses Rückenden. Aber nicht so wild. Yavuz Onkel ermahnt Harro. Wir sind immer sehr vorsichtig, denn in diesen Monaten bauen die Vögel ihre Nester. Da muss man aufmerksam sein. Gut, dass ich das jetzt gehört habe, weil ganz ehrlich, ich bin ja zu den Bäumen gegangen. Ich habe nur an Haselnüsse gedacht und habe geschüttelt wie so ein Blöder. Jetzt gucke ich auch zuerst, ob oben was zu sehen ist. Insgesamt dauert es rund 5 Jahre, bis ein Baum Früchte trägt. Der Großvater von Yavuz kommt in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland. Von seinem Gehalt kauft er damals diese Felder und pflanzt die Haselnussbäume. Sag mal, Yavuz, alle, die hier arbeiten, sind das zum Teil Familienmitglieder oder wer ist das? Anne. Mama, Papa, Tanten, Verwandte und auch Nachbarn. Wer mit seiner eigenen Ernte fertig ist, hilft den anderen. Schon unsere Vorfahren haben so gearbeitet. Hier hilft jeder jedem. Und das ohne Bezahlung. Bauern mit großen Plantagen beschäftigen allerdings Saisonarbeiter. Die verdienen rund 2 Euro pro Stunde. Bei Yavuz auf dem Feld gibt's dafür Tänzchen. Halt, ich komm mal mit. Warte. Julia, nein, hey!
Ohne Tanzen geht hier nichts. Das macht Spaß. Irgendwann wird man verrückt vor lauter Haselnüssen. Wir tanzen zwischendurch, um uns abzulenken. Es ist 13 Uhr. Der Muezzin der Dorfmoschee ruft zum Gebet. Für Yavuz und seine Erntehelfer bedeutet das Mittagspause. Es gibt Lahana, ein traditionelles Bohnengericht aus der Schwarzmeerregion. Die Haselnussernte ist eine saisonale Arbeit und damit auch nicht Yavuz Hauptberuf. Du hast ja eigentlich einen anderen Job. Du arbeitest ja in der Autovermietung. Aber was magst du an diesem Job hier so besonders gerne? Nüsse verkaufen und Geld einsacken. Das ist der schönste Teil. Im Ernst, mir macht alles Spaß. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, deswegen mag ich das Leben. Mit der Familie essen und gemeinsam in der schönen Landschaft zu arbeiten, ist toll. Zeit mit meinen Eltern ist wertvoll. Schon der Vater von Yavuz verdiente sein Geld mit Haselnüssen. Heute unterstützt Yavuz seine Eltern finanziell, denn mit den Haselnüssen verdient die Familie nur etwa 5.000 Euro im Jahr. Deswegen betreibt Yavuz mit einem Partner einen Mietwagenverleih in Trabzon. Rund 600 Euro verdient er damit zusätzlich im Monat. Wie ist das denn? Kann man hier auch überleben oder gut leben, wenn man nur die Landwirtschaft hat, wenn man nur Haselnussernten macht? Selbstverständlich. Gut, die Hälfte unseres Dorfes lebt ausschließlich von den Haselnüssen und dem Anbau von Tee. Es gibt Zeiten, da ist das Geld knapp. Aber dann kann man hier im Dorf zum Beispiel Lebensmittel anschreiben lassen. Und wenn man wieder flüssig ist, begleicht man seine Schulden einfach. Nicht jeder hat es so gut wie wir mit einem zusätzlichen Einkommen. Yavuz verdient etwa 1.000 Euro im Monat. Hier reicht das zum Leben. Bevor die Helfer die Haselnüsse weiterverarbeiten, steht erstmal das Trocknen an. Bei schönem Wetter reichen 2 bis 3 Tage, bei Regen verlängert sich der Prozess. Haro wendet nun behutsam rund eine halbe Tonne Haselnüsse. So trocknen sie besser. Haro, jetzt weißt du, wie die Arbeit läuft. Komm nächstes Jahr wieder. Okay. Mein Gott, Haselnüsse. Wenn ich das nächste Mal wie morgens schön meine Nuss-Nougat-Creme auf Toast oder Brötchen schmier, dann weiß ich jetzt, wie man da rankommt. Der Preis für Haros Lieblingsbrotaufstrich hängt übrigens von einer guten Erntesaison ab. Denn die Türkei ist der größte Haselnussexporteur der Welt. Rund 70% des globalen Bedarfs kommen aus der Schwarzmeerregion. Als 2014 starker Frost große Teile der Ernte zerstört, hat das auch Folgen für Deutschland. Nuss-Nougat-Creme kostet 20 Cent mehr. Yavuz erwartet eine gute Saison. Er hat ja auch fleißige Helfer. Haro? Haro? Ja? Feierabend. Für heute sind wir fertig. Okay, danke. Yavuz lädt Haro zu sich nach Hause ein. Eigentlich wohnt er mit seiner Familie in der Stadt. Doch in der Erntezeit lebt er mit seinem 8-jährigen Sohn Asaf und seiner Frau Sevcan bei seinen Eltern. Sevcan ist schwanger. Im Oktober erwarten die beiden ihren zweiten Sohn. Der kleine Asaf möchte später mal Polizist werden. Das möchte er jetzt werden. Aber mal sehen, wie er denkt, wenn er groß ist. Man weiß nie, wo ein das Leben hinführt. Ich hatte auch andere Ziele und nun ernte ich Haselnüsse. Yavuz ist gelernter Maschinentechniker. Nach dem Studium will er zunächst nach Turkmenistan. Dort arbeitet sein Bruder. Und es lässt sich mehr Geld verdienen als in der Türkei. Doch Yavuz entscheidet sich, hier zu bleiben. Er will seine Eltern unterstützen. Möchtest du, dass deine Kinder das in Zukunft übernehmen, dass die Haselnussernte eure Plantage weiter betreuen? Ich werde die Felder von meinem Vater erben und meine Kinder irgendwann von mir. Ich möchte schon, dass sie es weiterführen. Und was denkst du?
Du grinst schon so. Klar freut es mich, wenn sie es übernehmen. Aber mir ist wichtiger, dass sie einen guten Beruf lernen. Während der Erntemonate bleibt kaum Zeit für soziale Aktivitäten. Das gemeinsame Abendessen zelebriert die Familie dafür umso mehr. Und die Haselnüsse vom eigenen Feld dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Danke. An Tag 2 hängen dicke Wolken in der Luft. Yavuz und Haro helfen heute den Nachbarn, denn die Haselnüsse von Yavuz brauchen noch ein paar Tage zum Trocknen. Kleinbauern wie Yavuz mieten die Schälmaschine für 40 Euro pro Stunde. Alles muss schnell gehen, bevor es regnet. Was passiert da? Was ist da? Die werden einzeln eingesaugt. Das hier wird so pff. Und dann? Ja. Die werden eingesaugt und kommen von unten nach oben in die Maschine, dann in die Säcke. Ah, das heißt, sie werden getrennt. Das und das. Okay, da und das. Genau. Die gelben Planen schützen die Haselnüsse vor Feuchtigkeit. Es darf kein Schimmel entstehen. Kleinbauern wie Yavuz mieten den Pathos rund ein- bis zweimal pro Saison. In einer Stunde saugt die Gruppe jetzt rund eine Tonne Haselnüsse ein. Oh, jetzt wäre fast der Handschuh weggeflogen. Hat einen ganz schönen Zug, dieser Staubsauger. Je länger die Haselnüsse an der Sonne trocknen, desto einfacher lösen sich die Hüllenreste. In der Maschine laufen die Nüsse durch verschiedene Schütttrichter und Siebe. Die Maschine rüttelt die Nüsse so lange, bis die vertrocknete Hülle komplett von der Nuss getrennt ist. Wenn der eine Sack voll ist, drehen wir den Hebel und der andere wird voll. Sind noch Blattreste an den Nüssen, wiederholen die Bauern den Prozess ein- bis zweimal. Den Abfall nutzen sie als Brennstoff. Oh, verdammt. So, aber jetzt, wo die geschält sind, was passiert jetzt mit denen? Wo kommen die hin? Normalerweise sollten die Nüsse jetzt noch mal trocknen. Da es heute aber regnerisch ist, lassen wir sie erstmal in den Säcken. Wenn die Sonne wieder scheint, legen wir sie zum Trocknen aus. Nach ein paar Tagen kommen sie in die Fabrik. Yavuz und seine Kollegen verkaufen ihre Haselnüsse an einen Betrieb, der die Nüsse nach Deutschland exportiert. Rund 50% der gesamten Erntemenge in der Türkei gehen nach Italien und Deutschland. Zu den Kunden zählen vor allem große Süßwarenhersteller. Ende September decken die sich für das Weihnachtsgeschäft ein. Das war richtig, richtig toll, da gewesen zu sein. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Es hat mich auch sehr gefreut. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Inshallah, ich wünsche dir was. Alles Gute, auch für die Familie. Güle güle. Güle güle.